Hallo und herzlich willkommen jetzt auch hier nochmal vom PC-Schneidetisch aus. Ihr seht, ich bin jetzt in Ratingen angekommen. Trotz auch dieser blöden Aufzüge, die eigentlich viel zu klein sind für, wie ihr gesehen habt, für ein normales Fahrrad. Da muss man dann immer rumtricksen. Manche schreiben, ja, heb vorne das Rad hoch oder knick's ein und mach dies oder jenes. Aber das funktioniert nicht immer, vor allen Dingen, wenn man da so viele Taschen dran hat und etc. Das ist nicht immer ganz so easy, ne, wie es aussieht. Aber ich habe ja mein Faltrad dabei gehabt, aber da erzähle ich gleich nochmal was zu. Ich bin jetzt hier schon im Video angekommen, hier in der Aumühle. Das ist ein ganz tolles Ausflugslokal. Ihr seht hier links auch, sind auch tolle Sitzgelegenheiten. Ich denke mal, da hier Auermühle, so, nicht Aumühle, Auermühle, im Angerbachtal. Der Angerbach ist jetzt hier eigentlich direkt voraus. Da fahren wir gleich auch über die kleine Brücke rüber. Da hier immer so irgendwie Schildchen waren, Privatgrundstück und freundliche Kunden betreten erlaubt, bla bla bla, habe ich es vorgezogen, denn ein Stückchen weiter zu fahren. Und Gott sei Dank war dann hier eine Bank. Da habe ich dann mein belegtes Brötchen, was ich mir vorher gekauft habe. Ihr kennt mich ja, ich verpflege mich immer schon mal ein bisschen vorher. Ja, hier jetzt mal ein bisschen für euch, ne? Mal wollte ich mal zeigen, wie aufwendig das ist. Mal so, ja, so Aufnahmen, wenn ich mich filme, wo ich einfach von der Kamera von außen gefilmt wäre, wie ich gerade mal hier, ja, so wie es dann fertig zusammengeschnitten ist, ne, von hinten das Stückchen und dann von vorne. Das sieht immer alles so easy aus, ne, aber es ist viel, viel Zeit und viel Aufwand. Kamera hinschleppen, aufstellen, Stativ, wieder abholen. Deswegen, solche Szenen sind sehr, sehr zeitintensiv und sehr zeitraubend. Und so sieht das Ganze dann aus. Eigentlich von der Schulterkamera, die lasse ich ja immer mitlaufen. Die läuft eigentlich immer durchgehend komplett, fast die ganze Tour mit, egal was ich mache, außer wenn ich natürlich jetzt mal so in Läden oder Geschäfte gehe, dann schalte ich sie meistens ab, weil da ist ja Film eigentlich nicht erlaubt, obwohl, gut, ich kann es ja filmen, ich muss es ja nicht verwerten. So, und dann, na, so sieht das aus, dann die Fahrt von eben aus der Schulterkameraperspektive, ja, und dann heißt es wieder zurücklaufen. Hier übrigens der Mühlgraben, denke ich mal, ist es wohl. Und genau, und so sieht das aus von der Kamera, wo ich vorhin mit dem Fahrrad dran vorbeigefahren bin. Ne, ihr seht, dann muss ich dann wieder zurücklatschen und die Kamera dann wiederholen, ne, die zweite. Entschuldigung. Ja, das ist alles sehr zeitaufwendig, deswegen sind solche, die sehen immer schön aus, die Aufnahmen, ne, wo ich mich quasi von der Kamera, vom Stativ, selber filme von außen, wo ich irgendwo herfahre, ist aber, wie gesagt, sehr aufwendig. Gut, dann habe ich gedacht, schaust du dir mal hier so ein bisschen, hier übrigens einen, ja, einen Schieber, ne, um den Angerbach dann aufzustauen, damit viel Wasser durch den Mühlgraben wahrscheinlich fließt. Hier ein komisches Podest, weiß ich nicht, soll das Karaoke, keine Ahnung, wer weiß was. Ihr könnt ja mal, wenn ich schon mal so Fragen in den Raum stelle, könnt ihr ja gerne, ich bin da immer sehr interessiert daran, wenn jemand eine Idee hat oder weiß, wofür das gedacht ist, vielleicht ist es auch nur, um erhöht auf alle anderen runterzuschauen und sein Bierchen da sitzen zu genießen. Also ihr seht, Sitzgelegenheiten sind da viele und hier geht es dann auch rein in die Auermühle und ja, aber sie hat nicht an allen Tagen offen. Ihr müsst dann im Netz immer mal gucken. Gut, ich bin dann auch schon wieder unterwegs hier. Da war dann gerade rechts ein Pärchen, die, ich denke, was machen die denn da? Und dann habe ich gesehen, die haben diese schöne Schnecke da gefilmt. Ob das eine Weinbergschnecke ist, keine Ahnung. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Übrigens, ne, habe ich ja jetzt in den letzteren Videos oft ja, so Zeitrafferaufnahmen beziehungsweise das Material, was ich einfach habe, weil ich das ja durchfilme,
So in Zeitraffer und halte das dann auch mal so an interessanten Stellen an. Dadurch ergibt sich dann auch ein geschlossenes, in der Reihenfolge korrektes Gesamtfilmbild. So wie eben jetzt diese Reihenfolge hier. Genau, da kommt nämlich gerade im Grunde genommen so ein Kalkzug mit den weißen Waggons, ob da jetzt Kalksteine drin sind oder Kalkmilch. In Wülfrath ist ja der Steinbruch und da brennen die das Zeugs ja. Und ja, und das wird natürlich dann, wer weiß wofür, für alle möglichen Dinge benutzt, verwendet, gebraucht etc. pp. Ja, ihr seht, ne, ich mache immer mal Zeitraffer, aber an den schönen Stellen. Das ist sowieso ja immer die Frage, was sind schöne Stellen? Ne? Ich finde sowas jetzt hier zum Beispiel mal schön. Ne, deswegen habe ich das dann da auch verlangsamt. Aber damit ihr eben auch einen Gesamteindruck von der Beschaffenheit der Strecke bekommen könnt, ne, ist ja nicht so, ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, dass manche YouTuber immer nur die schönsten Stellen zeigen. Die schlechten oder blöden Stellen, die schneiden die mal raus. Ja, dann sieht immer alles so schön toll. Übrigens ein schönes Viadukt auch noch, so ein Steinviadukt. Ja, weiß ich ja alles nicht. Ne? Deswegen finde ich das ganz gut, wenn man das dann hier mal so per Zeitraffer auch drinnen lassen kann. Wenn es euch stört, schreibt es mal gerne rein in die Kommentare. Ich kann es auch gerne wieder umändern. Ich werde das jetzt auch nicht nur machen, ne? Aber zeitweise oder stellenweise finde ich das, also im Moment finde ich das ganz praktisch damit ihr, weil da sind auch schöne Gegenden und es fällt einem immer schwer zu entscheiden, ne? Was ist denn jetzt eine schöne Szene, was ist eine blöde Szene, lasse ich die drin, tue ich nur Schönes zeigen, ich meine gut, manchmal tun Leute auch wirklich blöde Stellen reinschneiden, die ganz besonders doof sind. Aber ich fand das jetzt hier auch so weit ganz sehenswert. Und wenn das erstmal alles hier richtig schön grün ist, dann ist das ja eine wunderschöne Gegend. Ne? Also ich meine, gut, das sieht jetzt noch ein bisschen trübselig aus, grau in grau. Und aber wie gesagt, wenn das mal richtig schön grün ist, ne, das kann man dann auch mal fahren, wenn ein schöner, warmer Sommertag ist. Muss natürlich jetzt nicht 30 Grad unbedingt sein, weil hier sind auch schon mal offene Stellen, aber... ihr seht, das ist viel Baumstämme. Das ist ja übrigens auch das Gute an den Zeitraffer. Man kann mal sehen, wie das vielleicht auch später mal aussieht mit an heißen Tagen mit Bäumen, die Schatten spenden etc. pp. Also ich finde das persönlich ganz interessant. Ich gucke sowas gerne, auch würde ich auch bei anderen schauen. Ja, und dann kommt man hier an der A44 an der Baustelle an. Wie ihr seht, genau, Kacke. Hier geht es nämlich nicht weiter. Also müsste ich wieder zurück. Irgendwo habe ich wahrscheinlich den Abzweig verpasst von der Umleitung, die wahrscheinlich ausgeschildert war. Whatever. Ziemlich blöd und deswegen habe ich da auch wieder Zeit verplempern müssen, weil ich dann gucken musste auf Komoot. Da gibt es, die sagte mir immer, automatische Routenumplanung ist nicht aktiviert, bla bla bla. Keine Ahnung, wo man das aktivieren kann. Vielleicht habt ihr da einen Tipp. Schreibt es gerne mal bitte in die Kommentare. Ja, ich gucke mir dann immer die Karte genau an und schaue dann, okay, du fährst so weit zurück und dann biegst du da und da ab. Und jo, und das habe ich gemacht. War aber auch eine ziemlich blöde Idee, weil hier war nämlich dann Ende mit rauffahren. Genau, Kackumfahrung. Weil, ihr seht, 17% Steigung, sagte mir das Komoot nach der beradelten Tour, zeigte mir das dann an der Stelle an. Ich habe dann nochmal in dem geplanten Kurs geguckt und da stand was von 9%. Also ich, naja, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr eine Idee, warum Komoot da so weit zwischen geplanter und geradelter Tour so weit da die Steigungsangaben auseinandergehen. Also das würde mich mal echt interessieren. Naja, na gut, ne? Da bin ich also dann hochgeächtzt, musste schieben, habe also zwei, dreimal stehen bleiben müssen, all dieweil, wie gesagt, gesundheitlich bedingt und das Klapprad, also das Faltrad, was ich wegen den blöden Aufzügen ja mitgenommen habe, weil ich wusste, dass in Düsseldorf die Aufzüge sowieso zu kurz sind,
Das hat, glaube ich, auch nicht so viel Newtonmeter und so um die 80, 85, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall kam ich da nicht hoch mit meinem Bergamont. Trekkingrad wäre ich da wahrscheinlich hochgeradelt. Trotzdem ich da volle Pulle Unterstützung eingeschaltet hätte, wäre ich da hochgekommen. Ja, hier die vor Kopf, die Ratinger Straße. Hier links seht ihr übrigens auch Fußgänger und darunter Fahrradschild frei. Habe ich gedacht, okay, das ist jetzt hier der Fahrradweg. Ein bisschen doof hinter dieser Leitplanke. Und dann, wo geht's jetzt weiter? Okay, ich wusste natürlich, dass es hier jetzt eigentlich an der Straße weitergeht. Und habe gedacht, okay, gut, dann wird hier auch der Radweg sein. Ja, dann kam mir da eine Frau entgegen. Okay, habe ich gedacht, klingelingeling. Weil ich dachte, das ist der Radweg. Hier übrigens links der Blitzer, der hier ist nämlich 30. Das Doofe ist, weil die A44 endet hier nämlich von Fellbad aus gesehen und die müssen alle dann hier auf dieser Ratinger Straße weiterfahren, wenn sie in Richtung Ratingen, Düsseldorf etc. wollen. Sehr doofe Stelle, das Stückchen. Ja, aber ich habe eine Idee, wie man das anders umfahren kann. Ich würde so nicht nochmal radeln. Da gibt es schon noch eine Alternative, die ich mir schon ausbaldowert habe. Ja, ihr seht auch, gerade habe ich die Strecke, die Bahnstrecke mal wieder queren müssen. Da fährt übrigens kein Personenzug, nur das mal so am Rande als Info. Das ist leider nur eine Strecke, die diese Kalksteinbrüche benutzen, von Wülfrath aus. Hier übrigens ein schönes Häuschen am See, sowas. Ja, fände ich auch ganz gut, ne, wenn ich da Besitzer wäre. Eine schöne Sache, ne? Okay, Spaß beiseite. Nee, wie gesagt, ist also keine Personenzugstrecke, ist eine reine Güterstrecke, also beziehungsweise Kalksteinbruchstrecke. Ich glaube, die wird für nicht viel was anderes viel benutzt mehr. Aber dafür eben wird sie genutzt noch und das finde ich auch gut, ne? Anstatt immer alles per LKW auf den öffentlichen Straßen, ne? Man kennt das ja, dann Leverkusener Brücke kaputt, weil dafür ist sie nicht geplant worden, für bla 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 und blub und hast du nicht gesehen, ne? Okay, ihr seht, ne, es geht auch mal so ein bisschen, ja, nicht immer nur direkt neben dem Bach entlang. Das ist halt so hier in den kleineren Tälern. Ich habe was im Internet davon gelesen, dass auch hier so ein paar Schlösschen diverse gibt und weil das mal so Grenzgebiet war von irgendwelchen Herzogtümern, bildete wohl der Angerbach da die Grenze und bla und blub. Das ist so historisch alles, höre ich mir das ganz gerne mal an, finde ich auch interessant. Jo, und dann muss man leider hier mal eine blöde Umfahrung machen, die ist noch ein bisschen blöder als blöd. Das ist so kurz vor Flandersbach. Da fährt man nämlich ordentlich mal ja so 600-700 Meter im Berg hoch. Und hier habe ich dann auch den höchsten Punkt erreicht. Also so 500-600 Meter hoch. Und dann hat man hier den Scheitelpunkt erreicht und geht es auch wieder runter in Richtung Flandersbach. Ach, genau so heißt das Dörfchen da oder das Ortsteilchen. Genau, ihr seht, da geht es dann wieder bergab. Ja, das kann man wohl auch ein bisschen noch anders. Das ist nicht ganz so steil. Über Zwingenberg radeln würde ich dann auch machen. Ich würde es das nächste Mal ein bisschen anders fahren. Ja gut, dann kommt man hier unten im wohl Ortskern raus. In dem Flandersbach-Örtchen. Die Flandersbacher Straße ist das übrigens hier. Ihr seht, das ist jetzt auch schon ein bisschen breiter mit einer Mittellinie. Also nichts mehr hier so mit Dorfstraße, wo gerade mal ein Auto her passt. Und ja, und dann kommt man irgendwann, aber das ist ja wenig oder kaum befahren und alles gut, ne? Von daher alles noch ganz easy. Dann kommt man allerdings hier auf die Weiter geht ja die Flandersbacher Straße und dann wird es ja auch ziemlich breit. Das ist jetzt hier auch schon alles recht so Bahngelände und wo die ganzen Kalksteinzüge
beschickt und befüllt und gemacht, getan wird. Hier ist übrigens so ein großer Lagerpunkt, ne, den habe ich dann auch mal natürlich gefilmt, und schräg gegenüber geht dann eine ehemalige Bahntrasse ab. Die ging wahrscheinlich da mal über die Straße in dieses ganze Gelände und bla und blub. Also, wie gesagt, das geht jetzt hier auf dieser ehemaligen Bahntrasse so Richtung Wülfrath, und eigentlich dann teilt die sich bei Wülfrath, kann man dann biegt oder bog die ehemalige Bahntrasse nochmal ab Richtung Fellbad und in die andere Richtung, Richtung Wuppertal. Ich fahre jetzt hier ein Stückchen auf dieser ehemaligen Bahntrasse Richtung Wülfrath natürlich, weil ich vorhabe, in Wülfrath mein Kaffeepäuschen zu machen. Ihr seht, da bin ich jetzt hier auf dem Weg in die kleine, aber feine, schnuckelige Altstadt. Das ist wirklich ganz nett da. Ihr seht, hier sind auch dann auch schon irgendwelche Skulpturen und schöne alte Laterne, vor allen Dingen alte Schiefer- und Fachwerkhäuschen. Also ich wusste gar nicht, dass Wülfrath da so eine richtig schöne, schnuckelige Altstadt mit Fußgängerzone hat. Ich finde die schön. Ich habe die schon mal letztes Jahr mit dem ADFC, habe ich ein Türchen gemacht, und da bin ich hier mal kurz durchgefahren. Leider war das alles ein bisschen schnell. Hier rechts übrigens eine Eisdiele, aber da komme ich nachher nochmal dazu. Und ja, und hier links runter geht's zum Café Schwan. Das ist übrigens ganz toll. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Okay, ich weiß jetzt nicht. Gut, hier habe ich jetzt mal kurz angehalten. Warum auch immer, weiß ich nicht. Ach genau, ich habe einen Sitzplatz gesucht, ein Bänkchen, wo ich meine Kaffeepause machen konnte. Weil dumm war, ich habe nämlich einfach, wo ich von zu Hause los bin, in der Bäckerei mir schon belegtes Brötchen und ein paar Teilchen mitgenommen und Kaffee to go. Und eigentlich wollte ich ursprünglich in dem Café Schwan eigentlich einkehren. Da gibt es nämlich hier rechts, jetzt zeige ich euch das mal, wie das aussieht. Ist ein echter Geheimtipp. Ich war da voriges Jahr, wie gesagt, mit dem ADFC, und das ist echt super lecker. Also da gibt es Kuchen, da werdet ihr euch wundern, ne? Und Kaffee super lecker. Ja, hier übrigens, wie gesagt, die Eisdiele. Und an der Eisdiele, da war da kurz der Blick runter in die weiterführende Richtung Kirche. Übrigens soll ja der Angerbach hier in Wülfrath entspringen, wobei ich im Internet gerade nochmal recherchiert und gelesen habe, da scheinen sich irgendwie die Geister, wo genau die Quelle da liegen soll. Hier übrigens Naturkost. Gut, und dann habe ich mich wieder auf den Weg gemacht zur Bahntrasse. Also wie gesagt, der Angerbach entspringt irgendwo hier bei Wülfrath. Wie gesagt, da unten bei der Kirche, da ist wohl noch so ein kleiner Teich, vielleicht ist das ein Quellteich, ich weiß es nicht. Wie bei der Pader in Paderborn, da ist das ja ähnlich. Aber keine Ahnung, ne? Kalksteingebiete sind ja sehr unterhöhlt und unterspült und keine Ahnung, ich bin kein Geologe, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das jetzt richtig sage, um Gottes Willen. Etc. pp., da bilden sich ja gerne mal Hohlräume, und dann fließt Wasser hier und fließt Wasser dort. Und so, und hier ist jetzt die Bahntrasse auch zu Ende, leider. Da muss man dann jetzt blöder, dummerweise hier neben der vielbefahrenen Landstraße fahren. Gut, da war jetzt eben noch Radweg, jetzt nicht mehr. Dann hat man hier wieder Radweg, zum Glück. Und ja, wie gesagt, ich finde das ganz praktisch, dass ihr das auch alles mal sehen könnt und nicht ich immer entscheiden muss, was lasse ich drin, was schneide ich raus, was könnte für die Leute interessant sein. Wie gesagt, schreibt mal gerne rein, ob ihr das so ganz gut findet oder nicht. Ich meine, ich werde jetzt auch nicht immer, ne, alles immer tutti completi als Zeitraffer-Version hier drin lassen. Aber das ist jetzt mal so im Moment meine Idee. Ja, und hier, wie gesagt, ich lasse ja dann wie jetzt hier an so Stellen, was ich ohne die Zeitraffer dann auch so in Szene drin gelassen hätte, in Originalgeschwindigkeit. Abratter
Schlösschen hier. Zur Linken ist irgendwas mit Mode drin, keine Ahnung. Kann man in Google Maps nachlesen. Hier rechts war jetzt gerade die Unterführung zu der Bahnhaltestelle Wülfrath-Abrath. Die entsprechende S-Bahn fuhr nämlich nicht, deswegen musste ich die ganze Tour umplanen. Wie das immer so ist, ne? War jetzt aber nicht wegen Streik, sondern ich weiß nicht, wegen irgendwelchen Streckenarbeiten, Hangrutsch etc. Ich, keine Ahnung, fragt mich jetzt nicht. Gut, dann wollte ich einen Abstecher hier machen. Fairtrade Gepastor nennt er sich. Ganz toll, kann ich euch empfehlen. Wer also wirklich mal oder auf solche Produkte steht, riesiges Sortiment an Kaffee. Ich darf ja drinnen nicht filmen, außer mit Genehmigung. Würde ich euch auf der Strecke dann wirklich mal ans Herz legen. Ganz, ganz viele Kaffeesorten, gemahlen, ungemahlen, viele Weine, Taschen, also Lederwaren, Ledertaschen, Körbe, Tees, auch Riegel, Schokoriegel. Ich habe mir da zwei ganz leckere mitgenommen. Hatten die nämlich da Reklame gemacht. Schokoladen sowieso. Und da war gerade noch ein Wurst. Händler, der war sehr bekannt, aber hatte an dem Tag zu. Hier habe ich jetzt auch wieder langsamer gemacht, damit ihr sehen könnt, ich wollte hier jetzt nicht weiter geradeaus die Hauptstadt. Hier links seht ihr ja das Einbahnstraßenschild, da drunter fahrradfrei. Deswegen habe ich die Stelle jetzt mal hier, die hätte ich auch so normalerweise reingeschnitten, um euch zu zeigen. Das ist jetzt hier so ein Viertel oberhalb vom Bahnhof, also nördlich gelegen, und ich habe mich dazu entschlossen, hier durchzufahren. Ihr seht, hier ist ja nicht viel Verkehr und das an einem Werktag, weil sonst hätte ich da die blöde Hauptstraße lang veradeln müssen und da ist nicht immer alles nur Radweg, ne? Daher habe ich mir gedacht, machst du das so? Und ich wollte dann von hier oben, weil hier nämlich der Zugang zu der S-Bahn-Linie ist, die zwischen Vohwinkel und Essen fährt, habe ich gedacht, dann nutzt ihr hier den Aufzug, so mein Plan, um dann, weil ich musste nämlich zu den anderen Gleisen, zu den Hauptgleisen, aber wieder mal, Kacke, Aufzug funktioniert nicht. Also musste ich wieder zurück außenrum und dann von vorne den Haupteingang des Bahnhofs nehmen. Tja, ich bin jetzt hier auch gleich schon am Ende meines Videos. Wenn ich am Bahnhof Wuppertal-Vohwinkel bin, werde ich mich wieder auf den Rückweg machen. Dank 49-Euro-Ticket und ein Fahrradticket kann man ja dann lösen. Und was nur in NRW gilt, für 6 Euro etc. pp. Müsst ihr euch ein bisschen schlau machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Danke und tschüss und winke, winke.